170.000 hat dieser Mann verdient und hat gesagt, ich will das nicht mehr, denn ich will ab jetzt waschen. Founders League, die Plattform für Startups. Der Podcast für Gründerinnen und Gründer. Moin, moin, moin. Meine Eltern werden es lieben, denn wir haben so oft darüber diskutiert und so oft damit beschäftigt, wie riecht es, wie fühlt es sich an, wie schleppt es sich und all diese Themen. Und darüber reden wir nämlich heute und wie wir gleichzeitig damit noch maximal CO2 sparen und diese Welt einfach besser machen. Gleichzeitig reden wir über Geparden, Tiger und warum das die Lieblingstiere von Roman und Marco sind. Und herzlich willkommen, Blue ist in the house und Blue revolutioniert den Waschmittelmarkt. Und bevor wir anfangen und euch die Bühne geben, muss ich einmal kurz einen kleinen Rückblick auf meinen armseliges Studium geben, was ich ja machen durfte, denn als ich jung war, keine grauen Haare hatte, in diesem Studium, kein Mitleid bitte, das ist echt okay, ich in diesem Studium saß und dann weiß ich noch, dass das erste Semester, die erste Vorlesung Marketing, der Prof kam rein und sagte hier, pass auf, ich erzähle euch, wie Marketing geht anhand von Waschmittel, die machen nämlich immer dasselbe und sagen, das ist immer neu und die Revolution, am Ende ist es einfach nur Pulver, was einfach in die Waschmaschine gestopft wird. Das macht ihr nicht, ihr habt es revolutioniert, also hallo, cool, dass ihr da seid und sagt, wer ihr seid, was ihr macht und was euch bewegt und warum Tiger und Geparden eure Tiere sind. Okay, gut, vielen Dank, dürfen wir hier sein. Wir kommen aus der Schweiz, lange Anreise und du hast schon gesagt, was wir machen, ein bisschen zu uns. Mein Name ist Roman. Ich komme nicht aus einer Waschmitteldynastie. Ich bin auch nicht Chemiker, sondern ja, ich komme aus dem Eventbereich, früher beim Automobilkonzern gearbeitet. Und ja, Tiger hat mich eigentlich inspiriert. Ich habe mal so diese Tiger gesehen, diese sibirischen Tiger und einfach diese Gewalt von diesen Tieren, einfach Wahnsinn, die Kraft. Und ich habe die in China gesehen, in einem Park, ist jetzt nicht ganz jugendfrei, aber die haben da kann man Tiere live, lebendige Tiere kaufen und denen eigentlich zur Fütterung geben, von kleinen Huhn bis hin zur Kuh. Man schaut einfach zu und denkt, okay, ja, Wahnsinn. Aber man sieht dann halt die Tiere, wie sie die Tiere jagen, also diese Tiger, und das hat mich extrem inspiriert und ja, einfach beeindruckt. Ja. Und hast du so gedacht, so werde ich diesen Waschmittelmarkt vernichten mit dieser Kraft des Tigers, genau. Mit dieser Power? Oder hast du gedacht, ich will diese Tiger schützen und erhalten und darum diese Welt besser machen? Was war deine Idee? Beides klingt ganz gut. Das war damals noch nicht die Idee. Zum Waschreifen sind wir eigentlich erst seit 2 Jahren gekommen. Eigentlich ein Corona-Resultat. Ich war da eben in meiner anderen Firma, Event- und Messebereich tätig und ja, bekanntlich relativ schwierig, Anfangs 2020, haben da die Firma total runtergefahren und habe mich nach einem zweiten Standbein umgeschaut und ja, da sind mir diese Waschstreifen aufgefallen. Wo hast du die gesehen? Gibt es in Kanada bereits auf dem Markt gesehen und entdeckt, hat es eigentlich meine Freundin auf Instagram. In Kanada dann? Nee, sie hat irgendwie ein Ad von dieser kanadischen Brand in ihrem Feed und wir haben das bestellt, ausprobiert. Ich bestelle auch gerne solche Sachen, einfach mal inspiriert zu werden und gefunden, das ist ein super Produkt. Gibt es hier nicht, ja, unglaublich, könnte man eine super Story rundherum bauen, wirklich nachhaltig zu positionieren. Die waren damals nicht nur nachhaltig, sondern einfach mal so diese Anwendung, die cool ist. Und wir haben da Kartonverpackung gemacht und ja. Wie kamst du dazu? Du bist ja der Gepard-Typ. Der Gepard? Ja. Richtig. Hat hier, was alle nicht wissen, aber hat wirklich richtig krass Fußball hier gespielt und sein Sohn toppt ihn aber mit seinen 8 Jahren jetzt hier in Zürich. Ne? Und bitte nicht zu fest übertreiben. Nein, aber cool. Wir hatten im Vorgespräch Waschmittel und Fußball. Das waren nämlich heute unsere Themen. Also, wie kamst du dazu? Jetzt hat seine Freundin das auf Insta gesehen, ne? Und die Kraft des Tigers und das noch mit Nachhaltigkeit gepaart. Wie kam der Gepard dazu? Also, ich muss auch vorher sagen, Roman und ich, wir waren befreundet. Ich komme aus der MedTech-Branche. Bin 14 Jahre dort im Sales gewesen. Und ja, ich habe Roman kennengelernt durch mein erstes Startup. So à la HelloFresh habe ich versucht, so einen Lieferservice aufzuziehen mit Lebensmitteln und Rezepten in einer Tüte.
Und so ist dann die Freundschaft entstanden und Roman hat mich dann eben in der Corona-Zeit da mal kontaktiert, als wir wieder essen gehen konnten. Wir haben uns oft immer beim Essen über nachhaltige Sachen, coole Brands und so unterhalten. Und da hat er mir diese Waschstreifen vorgestellt, da irgendwie da einen Sack rausgenommen, ist alles rumgeflogen, weil er ein bisschen nervös war. Und zu diesem Zeitpunkt war ich immer noch in der MedTech-Firma als Verkaufsleiter, war eigentlich auch wieder unglücklich, war mega offen, was Neues zu machen. Und ja, die Idee hat mich einfach sofort umgehauen. Gerade was du vorher angesprochen hast, der verstaubte Waschmittelmarkt ist mir gleich so durch den Kopf geschossen. Irgendwie diese schweren Waschmittelflaschen, die da nach Hause geschleppt werden, keine Innovationen, keine coolen Brands und habe da eigentlich mega Potenzial gesehen. Und einfach auch einen nachhaltigen Fußabdruck zu generieren zu können. Und dann sind wir so eigentlich das Abenteuer gestartet. Next Step, Herausforderung war dann, wir mussten irgendwie einen Lieferanten finden. Und ja, du hast mich noch zum Gepard angesprochen. Das ist mein Lieblingstier, weil ich habe eine Zeit lang als Jugendlicher komischerweise oft so Tierfilme geguckt, so Afrika, Savannenfilme. Und ich habe eigentlich immer auf den Gepard gewartet, weil mich fasziniert einfach dieses Tier wegen der Grazilität, so mega agil und einfach die Geschwindigkeit. Und ja, ich wollte einfach immer den Geparden wiedersehen, habe nur darauf gewartet. Und als wir uns da entschieden haben, auf der Webseite ein bisschen das aufzulockern und nicht einfach über uns, so ich bin der Marco und so alt, ein bisschen noch mit Fragen und dann kam das Lieblingstier auf den Tisch, dann mussten wir uns mal Gedanken machen und so ist das eigentlich so weit gekommen. Und jetzt gucken wir auf ja, die Nummer 1 bei der Founders League, nämlich unseren Geschäftsführer Julian und fragen, Julian, Tiger oder Gepard? Tiger. Ich weiß nicht warum, es war eine Impulsentscheidung. Okay. Und hättest du noch ein anderes Tier reingeworfen oder sind das deine beiden Tiere? Krokodil. Ihr seht, knallharter Geschäftsführer bei der Founders League. Er beißt zu, biss fest und das aus. Man sieht ihn nicht, dann taucht er auf und greift die Beute, zieht sie ins Wasser und runter. Willkommen bei der Founders League. Jetzt wisst ihr, wie mein Leben hier im Alltag läuft mit ihm als Chef. Das ist nicht einfach, sage ich euch. Und da freue ich mich, dass ich euch hier mit was finde. Jetzt muss man, Julian, nimm das mal in die Hand und riech auch mal dran. Wie findest du es? Bin super gespannt. Es riecht wie Waschmittel. Also wie man es halt sich vorstellt, aber sieht halt nicht aus wie Waschmittel. Ja, ist doch krass, oder? Und ihr könnt es ja nicht sehen hier, ihr hört es ja, oder die meisten von euch hier, und es ist ultra drin. Was wiegt es? 3 Gramm, knapp 3 Gramm. Wie groß ist es? 9 mal 11 Zentimeter. 9 mal 11 Zentimeter, 3 Gramm, schmeißt du einfach in die Waschmaschine. Und ich weiß gar nicht, ich kann das auch, möchte auch gar nicht daraus eine Männer- und Frauensache machen, möchte nur einfach sagen, ich selber wusste nicht, wie viel Waschmittel man eigentlich immer brauchte. Und dann habe ich immer, ich weiß noch genau, ich habe immer dann da gestanden mit diesem Ding, dann da oben, dann soll ich noch Vorwaschmittel, dann habe ich immer gedacht, möglichst viel hilft viel, also kipp bis oben hin voll. Dann habe ich irgendwann mal gelernt, das ist totaler Blödsinn und es ist total Schwachsinn. Und dann, ich war, ihr seht, völlig überfordert bis heute dabei. Und trotzdem ultra wichtiges Thema. Und ich habe mir immer gedacht, warum eigentlich? Dann gehst du in den Supermarkt, siehst diese ganzen Teile, weißt überhaupt nicht, was du kaufen sollst. Also wirklich ein komplett veralteter Markt, der nichts anderes gemacht hat. Und darum danke. So, jetzt seht ihr beiden, habt überhaupt nichts mit dieser Branche zu tun. Ihr habt einfach in Kanada, Freundin hat Insta geguckt, habt das Ganze gesehen und dann habt ihr gesagt, jetzt machen wir das. Das ist ja ein bisschen die Red Bull-Geschichte, der kommt wieder. So. Jetzt habt ihr euren Eltern und Freunden erzählt, ey, wir machen jetzt Waschmittelstreifen. Was haben die denn gesagt? Okay, Jungs, habt ihr zu viel Geparden und Tiger geguckt oder was war los? Vielleicht erste Reaktion, ja. Aber das Produkt ist sehr schnell erklärt und sehr schnell macht so, okay, wow, macht extrem viel Sinn, super spannend. Jeder sieht denn das Potenzial, den großen Markt, den verstaubten Markt, wie du jetzt auch vorher gesagt hast. Das, ja, nach einer kurzen so was geht es dann eigentlich sehr schnell. Und dann habt ihr jeder 50.000, glaube ich, habe ich gesehen, oder? 50.000 in den Ring geworfen. Ja. War das hart für euch oder hattet ihr die zufällig hinterm Sofa liegen oder sagen, da 50.000 war schon echtes Risiko, die da reinzuschmeißen? Also wir haben ja, um ehrlich zu sagen, zuerst eine GmbH gegründet, ganz am Anfang. Das waren dann nur 20.000 und haben dann auf eine AG ein Jahr später abgegradet. Genau. Und ihr habt einen Hersteller gesucht. Ja. Und was hat der gesagt?
Weil ist das ein klassischer, der sonst auch dieses Waschmittel produziert, oder ist das ein ganz neuer? Also wir, da ziemlich lange Geschichte über den Hersteller, ganz kurz gefasst vielleicht. Wir haben vorhin gesagt, es gibt einen Hersteller in Kanada. Wir haben den, die natürlich kontaktiert, wollten von denen zuerst ja, naheliegend das Produkt sourcen. Da wurden wir ein bisschen abgewiesen, sage ich jetzt mal so, echt arrogant behandelt. Kommt wieder, wenn ihr für eine 500.000 Erstbestellung macht und 5 Millionen Budgets habt, um das zu vermarkten. Wir haben gesagt, nein, wir wollen es ja testen erst. Und dann ja, sehen wir, ob das funktioniert. War keine Diskussion da möglich. Und schlussendlich haben wir dann ja, Produzenten gesucht, gefunden, auch noch spannend, haben wir es auf einer Seite in den USA, die ganzen Customs-Bewegungen registriert. Es gab ein Gerichtsurteil, dass das öffentlich sein muss. Jetzt kannst du eigentlich schauen, welche Firma was von welchem Importeur oder welchem Hersteller importiert. Ah, ja. Und so sind wir dann, haben wir so diese verschiedenen Produzenten oder Anbieter eigentlich in den USA uns angeschaut und sind irgendwie auch auf diese Seite gekommen und haben gesehen, okay, die beziehen das Produkt von einem Produzenten in China, die sind aber recht, der Brand ist recht groß in den USA, schon länger. Da siehst du auch, wie viel die beziehen. Und das hat dann das Ganze relativ abgekürzt und sind da zum Produzenten gekommen. Für uns von Anfang an aber klar, dass wir eigentlich in Europa einen Produzenten haben möchten und auch suchen und weiterhin jetzt auch entwickeln. Bald werden wir einen Produzenten haben, aber war für die ersten 2 Jahre eine super Lösung. Ja. Schlau, blau, wow. Also mega cool gemacht. Also wir fassen das nochmal zusammen. Ihr wollt, geile Idee, nicht mal selber ausgedacht, Copycat aus Kanada. Sofort geschaltet und haben gesagt, wie lange hat das gedauert? Von Copycat, also Kanada gesehen, bis wir machen das. Wann hat es so dieser Wiki, der Wikinger Glühbirnen-Moment? So, wir machen das. Oh, ja. Ein paar Wochen. Also ich habe da ganz selten schlaflose Nächte und ich hatte da 2 schlaflose Nächte, weil ich so nervös war, weil ich gedacht habe, okay, ich muss es machen. Ich hatte Zeit. Voll krass. Und einfach, ich war da wirklich echt nervös. Habe da mein ganzes Umfeld damit drangsaliert, meine Freundin, haben nichts mehr anderes gesprochen. Und für mich war es klar, Marco war auch sofort an Bord. So geht Gründen. Du siehst was, du hast es in Kanada gesehen, dein Bauchgefühl sagt es, das ist richtig, das muss gerockt werden, 2 schlaflose Nächte und du machst das. Und das ist genau, wie das laufen muss hier. Und liebe Gründerinnen und Gründer, nur diskutieren und immer überlegen, ob es geht oder nicht, dann mit so einer Innovationskraft, wie ihr das macht, weißt du, in Amerika zu gucken, wo das Zeug produziert wird, nachdem man die ersten Watschen bekommen hat hier, weil die alle einen abgefuckt haben, hat euch nicht aufgehalten, hat euch nicht gebremst, gar nichts, sondern ihr habt einfach weitergemacht. So, mega cool, großes, doppelt großes Kompliment daran. So, jetzt geht's weiter, jetzt brauchtet ihr ja Kohle. 50.000, die waren ja wahrscheinlich schnell aufgebraucht. Ich meine, habt ihr eure Jobs sofort weggeworfen? Habt ihr noch ein bisschen, ich meine, Daimler zahlt richtig cool. Und da hast du gesagt, so das Geld brauche ich jetzt nicht mehr, liebe Daimler-Team. Ich mache es selber, lebe in ewiger Armut. Wie war das? Ja, also es war jetzt nicht, dass wir dann gar nichts mehr hatten, ja, aber war natürlich schon, es ist ein Investment, ja. Vor allem, wir sind immer. Aber hast du noch weitergearbeitet oder bist du voll in Selbstständigkeit? Nein, ich hatte noch meine andere Firma, diese Eventfirma, ja. Wo da noch was Kleines reinkam, aber 2020 war eine. Oh. Im Monat? Wir haben uns nicht mal Monatslohne ausgezahlt, weil wir eigentlich nur die Kosten runtergefahren haben, haben uns Ende Jahr irgendwie 20.000 ausbezahlt noch. Also es war schon nicht, für mich war es eine sehr schwierige Zeit. Somit. Und alle, die wissen, Schweiz ist nicht der günstigste Platz der Erde. Also muss ich schon sagen, also für mich war das so langsam Ende 30, irgendwie praktisch null auf dem Konto, da hatte ich ja, ein paar nicht so gute Wochen, irgendwie Ende Jahr hat mich das ziemlich irgendwie, ja. Aber du hast dran geglaubt. Natürlich, ja. Und erst recht dann hat Vollgas gegeben. Und ja, und Marco, ich meine, sein Commitment war auch. So, was hat dich jetzt überzeugt? So, jetzt, ich will das wissen. Ich will wissen, jetzt kommt er, jetzt habe ich verstanden. Seine Freundin hat ihn begeistert mit der Idee, er konnte nicht schlafen, danach hat er seine Freundin penetriert, weil er nicht aufhört, über Waschmittel zu reden. Und jetzt kamst du ins Spiel. Genau, also das eine. Was hat bei dir?
Ja, also sicher mal das Produkt, wie ich es vorher gesagt habe. Ich habe einfach mega Potenzial gesehen. Ich selber wasche nicht. aber ich meine, dosieren und das ist schleppen und das ist einfach eine Innovation. Du kannst es easy klein, ich habe gleich so easy per Post verschicken. Kein Abfallkarton, also wirklich mega nachhaltig, super praktisch vom Handling. Habe es dann aber schon, weil ich 2, 3 Startups schon gemacht habe und dann auch mal auf die Schnauze gefallen bin, gesagt, okay, jetzt lassen wir das mal im Umkreis meine Freunde testen und auch meine Frau. Und die haben alle gesagt, hey, mega, das funktioniert, das ist richtig cool. Und das hat mir nochmal so ein bisschen eine Bestätigung gegeben. Und auch noch eine Komponente, ich meine, mit Roman, ich habe vorher immer selber Sachen gemacht, alleine, der Warrior. Und das ist einfach jetzt meine absolute Überzeugung, niemals, also schon ist okay, alleine zu gründen, aber schnell mal zweiten oder dritten dazu holen. Und einfach Roman schätze ich sehr und so gesehen, was er so alles macht. Und es hat einfach irgendwie gefunkt, dass wir da jetzt das rocken können. Und ja, ich war einfach auch unglücklich in meinem Job und das wollte ich, ich habe gut verdient. Was hast du verdient? Hier darf man mal alles öffentlich sagen. Ja, Markus. Klar, 170.000. 170.000 hat dieser Mann verdient und hat gesagt, ich will das nicht mehr, denn ich will ab jetzt waschen. Ja. Richtig? Genau. Ja. Und wie hat viel? 2 Kinder zu Hause, ja. 170.000, 2 Kinder. Sag es nochmal ins Mikrofon für den Mitschnitt hier von Julian. 170.000. Und ich habe 2 Kinder. Fuck, und, ja. fuck. Fuck heißt nicht fuck, das ist jetzt irgendwie, ne? So, wir machen weiter. Okay, 170.000. 170.000 und du hast gesagt, du hast die Idee gesehen, Waschstreifen auf Insta und hast gesagt, da mache ich mit, dafür schmeiße ich 170.000 weg. Hast du noch weitergearbeitet oder bist du Vollzeit rein? Ja, ich war noch am Arbeiten. Das war so, irgendwie im Mai hat mir das Roman gezeigt. 6 Monate später sind wir online gegangen. Und ich habe irgendwie im September, also 2 Monate vorher, meinen Job an den Nagel gehängt. Dann mit der 3-monatigen Kündigungsfrist. War also ab Januar 2021 dann Vollgas dabei. Krass. Und ich hatte wirklich dann so, mir ging es dann mal nicht mehr gut, weil ich gemerkt habe, hey, da ist Blue nebendran am Laufen, es macht eigentlich mega Spaß, ich will da rein. Aber ich weiß, hey, das heißt wieder von null lossprinten, ich habe Verantwortung zu Hause. Aber ich hatte einfach so Bock drauf und dann ging es mir eben mal nicht gut und dann habe ich wirklich so, Freitag ging es mir nicht gut, Montag bin ich zum Chef gegangen, habe gesagt, hey, sorry, es geht nicht mehr. Mega. Ich muss kündigen. Und jetzt musst du kurz uns verraten, was hat deine Frau gesagt? Ich verstehe das. Du hast gesagt, Schatz, ich möchte meine kreative Phase ausleben und wir haben zwar 2 Kinder, aber die 170 brauchen wir nicht mehr, weil Essen tun sie ja in der Schule. So, was hat sie gesagt? Ja, das ist natürlich ein mega wichtiger Baustein in dem Ganzen, da der Rückhalt und die Unterstützung. Meine Frau arbeitet auch 65% und wir wussten auch, mit dem, was sie reinholt, können wir gut eigentlich eine Zeit auch ganz okay leben. Und sie hat ja schon ein anderes Startup mit mir mitgemacht, da habe ich 2 Jahre gar nichts verdient, nicht mal kaum die Spesen ausbezahlt und das war dann schon, also das war wirklich Worst Case. Und ich hatte einfach so ein gutes Gefühl. Und was ich noch sagen wollte, ist noch spannend. Für mich war das natürlich so, kannst du dir vorstellen, dann wieder zum Chef zu gehen und sagen, hey, ich kündige jetzt, so einfach diesen Schritt zu wagen und eben, wie du gesagt hast, so halt auch eine große Sicherheit hinter sich zu lassen. Das braucht schon eine Menge Mut. Und da habe ich auch mich ein bisschen davor gescheut. Aber ich war dann danach so befreit wieder. Ich hatte dieses Gefühl schon mal und das war so ein super Gefühl. Ich hatte so viel Energie. Ich habe dann gleich den Roman angerufen, als ich nach Hause gefahren bin. Und so mega euphorisch. Hey, so. Und der Roman war dann im ersten Moment so ruhig. Also kurz einen Moment geschluckt, glaube ich. Okay, hey, mega geil, ich freue mich für dich. Anscheinend ging es dir wirklich auch nicht gut. Aber jetzt sind wir in dem Fall jetzt zu 200%. Gehen wir jetzt, das heißt, da rein. Jetzt gibt's kein Zurück mehr, ja, genau, aber beste Entscheidung, ja. All in, wir hätten da irgendwie 50%, ein bisschen Startup und da noch Sicherheit, wenn es mal nicht funktioniert, dann schwenkst du gleich wieder um, ich bleibe in der Sicherheit, also war die richtige Entscheidung. Darf ich eine kleine Side-Geschichte erzählen, weil ich muss sie einfach erzählen, denn mich erinnert das alles so an den Julian, unseren Geschäftsführer. Der Benny, unser anderer Mitgesellschafter von BDX Media, hat ihn angerufen und hat gesagt, hey, du hast ja einen super Job und du bist super glücklich. Und wir bieten dir genau die Hälfte von deinem heutigen Job oder ein Drittel, ich weiß gar nicht mehr. Julian, war es die Hälfte oder ein Drittel? Die Hälfte von nix. Vorher war Die Hälfte von vorher wenig und noch doppeltes Risiko. Und du musst schon einen Kredit dafür aufnehmen, dass du mitmachen kannst bei der Founders League. Und ein Business Case haben wir auch nicht, aber du musst morgen kündigen und zu uns kommen. Und da sagt er, cool,
wenn ich die Hälfte von nichts habe, ist ja mega geil. Und wenn ich nicht weiß, was ihr eigentlich genau vorhabt, ist ja auch mega, dann mache ich mit. So und so. Und heute sitzt ihr hier mit uns. Das ist doch mega. Und ihr sitzt auch hier. Ja. Willkommen. Ja. Das ist echt das Gründerinnen und Gründertum. Und das muss ich einfach sagen. Und ich finde es geil. Jetzt müsst ihr sagen, jetzt wird jeder Haushaltsführende, also ich muss übrigens auch kurz sagen, liebe Männer oder Frauen oder Partner von haushaltsführenden Menschen, wer immer auch dies ist, es ist kein tolles Weihnachtsgeschenk, Blut zu verschenken. Denn nicht, dass da einer auf diese Idee kommt, egal wie geil es ist, ihr dürft es zu jeder Zeit kaufen, aber nicht verschenken, denn das ist wie ein Fettweggürtel seinem Partner, seiner Partnerin zu schenken. Es ist nicht cool. So an die Stelle. Ja, aber ansonsten, kauft es, denn es ist wirklich geil. So, jetzt kommt sofort die Fachexpertin. Ihr habt Rita heute getroffen. Rita ist meine Hausmanagerin hier und Rita hat hier das Sagen. Rita hat natürlich sofort heute Morgen kritische Fragen an mich gestellt. Für welche Wäsche ist es geeignet? Grundsätzlich für alle. Feinwäsche, ja, Wolle. Feinwäsche, Wolle, farbig, ja. Kfz, verschmutzt, Radreparateurwäsche. Da kommt es an die Grenzen, ja. Okay. Ja, also das ist für sehr wahrscheinlich, wenn du die Kleidungsstücke zählst, sind es 99% der Kleidungsstücke, die gewaschen werden, reicht es vollkommen aus. Aber wenn du jetzt, ja genau, so einen Kfz-Mechaniker oder irgendwie halt, dass die Kinder wirklich den ganzen Nachmittag Grasflecken an den Jeans irgendwie zurückkommen, dann kommt es an die Grenzen, da braucht man einen Fleckenstift, wenn es kleinere Sachen sind, wie sonst eigentlich auch. Aber das kommt ja auch. Ja. Okay, so verstanden. Eigentlich für alles. Wenn das Zeug jetzt in den Gulli kommt, ne? Wir kennen Frosch, Waschmittel, so, der sagt, das Zeug kann auch in den Gulli kommen. Was ist mit eurem Zeug? Was ist, wenn dieses Zeug in den Abfluss gerät? Also, weil Antonino, mein Sohn, es einfach so auf die Straße schmeißt, der Regen weicht es auf und es kommt. Also es ist biologisch abbaubar, okay. Es hat nur 5 Inhaltsstoffe drin. Wenn du sonst mal die Listen anschaust bei anderen Waschmitteln, dann siehst du irgendwie, keine Ahnung, 10, 15, 20. Mhm. Wir verzichten eigentlich wirklich auf aggressive Chemikalien. Mhm. Und Tenside hat eigentlich, das ist die waschaktive Substanz, was deine Kleider sauber macht, hat es 10-mal weniger drin. Und du siehst ja auch ein 3 Gramm kleiner Streifen verglichen zu vielleicht 50 Milliliter pro Waschgang sonst. Das ist Wahnsinn. Massiv weniger, was da ins Abwasser geht. Julian, warum hast du dieses T-Shirt mit dieser falsch gewaschenen Waschart an. Ich habe es ja auch benutzt. Hast du schon die Blue benutzt? Andere Waschstreifen, aber darf man hier nicht sagen, aber die Konkurrenz. Gibt es schon andere Waschstreifen? Ja. Ja, gibt es ja auch mittlerweile. Aber kann man das patentmäßig schützen? Habt ihr da einen Schutz drauf? Nein. So, wir kommen jetzt mal zu Zahlen, Daten, Fakten. 4 Millionen Euro Umsatz, 4 Millionen. Und das ja eigentlich, obwohl ihr erst 2021 da am Markt seid mit so einem neuen Produkt. Haben die anderen auch so ein cooles Logo wie ihr eigentlich, eure Wettbewerber, oder sehen die langweilig aus? Julian schüttelt schon den Kopf und gibt mir Zeichen. Gut. Anweisung von der Regie, Markus, die sehen alle langweilig aus. Genau. Okay, das ist schon verstanden. Ich glaube, das ist genau der Punkt, wie wir uns auch abgrenzen zu versuchen. Ja, das Produkt kannst du nachbauen, gibt immer mehr Hersteller, die das auch produzieren. Aber wir versuchen wirklich einen coolen Brand zu bauen, da rundherum auch. Mit Community Building, wir haben einen Waschwiki auf unserer Seite, wir haben einen Blog, den wir seit dem ersten Tag eigentlich immer wieder füttern. Also wir wollen da mehr wirklich auch ganzen Themen ums Waschen, vielleicht in Zukunft auch ums Reinigen behandeln. Also mehr als einfach nur ein Amazon-Brand zu sein. Wie viel Gewinn macht ihr? Dieses Jahr knapp 100.000. Mädels und Jungs, hört euch das an. Die haben das gerade gegründet, die Jungs hier. Und die machen schon 100.000 Überschuss, 4 Millionen Umsatz und ganz neu am Markt. Und sie haben noch keine Mitgesellschaft da drin. Was muss ich tun, damit, und wer hat Lust, mit mir in dieses Unternehmen einzusteigen, denn wir alle nicht wissen, ich habe eben schon denen gesagt, die wussten so gar nicht, dass sie mich als Mitgesellschafter brauchen, wussten sie vorher nicht. Und habe denen gesagt, so Jungs, ich muss bei euch mitmachen, weil ich finde das wirklich cool. Habe Julian schon gefragt, ob er da das üppige, wie wir gerade festgestellt haben, Founders League Gehalt bekommt, haben wir gesagt, Geschäftsführergehalt, von den wenigen kannst du doch noch was abgeben und kannst du auch mitmachen. Wer hat Lust, mit mir mitzumachen? Was ist eure Firma wert? Was ist die Firmenbewertung? Ja, das
Das ist ein gutes Thema, ja. Tun wir uns extrem schwer, weil was ist eine gescheite Bewertung? Da gibt es irgendwelche Herleitungen, Discounted Cashflow und so weiter. Das ist natürlich, kannst du eigentlich nicht ansetzen beim zweijährigen Unternehmen. Gewinn könntest du steigern, können wir irgendwie noch. Ja, also wir tun da uns extrem schwer, einen Betrag zu nennen, ja. Fredo, das ist ja unser krasser Content-Producer, kleine Werbung für ihn, denn Fredo, ihr müsst ihn alle mal googeln, der macht das ja mal für uns, ist selbstständig, auch hier alles weggeworfen, um sich selbstständig zu machen, macht das mega cool. Fredo, findest du es geil? Ja, ist geil, ne? 4 Millionen Proof of Concept ist erfüllt, ab schon 4 Millionen Umsatz und hier, und jetzt kommt's, liebe Gründerinnen und liebe Gründer, er kommt hier, was sollen wir machen? Ich weiß gar nicht, was ich als Firmenwert annehmen soll. Cashflow und so, alles läuft nicht. Mein Gott, ihr müsst sagen, ihr rockt diese Welt und ihr seid unglaublich teuer. Und das ist nämlich der Unterschied. Und das verstehe ich, weil du kommst ja von Daimler. Und das ist, warum die Daimler-Aktie weniger wert ist als die Tesla-Aktie. Weißt du, obwohl Daimler viel größer ist. Ich verstehe ihn gar nicht, weil der eine denkt, ich rocke die Welt und die anderen denken, wir wachsen mal sukzessive. Verstehst du, was ich das meine? Und dann, aber die Leute wollen immer Teil einer Community sein. Und das ist doch Teil einer Community. Bietet doch alles. Und lasst uns die Wasch-Community sein. Und wirklich, ich würde am liebsten jetzt direkt dieses Gespräch abbrechen und in den Keller gehen und waschen, weil ich so cool finde. Ich würde gerne diesen Waschstreifen nehmen und in diesen Keller in die Waschmaschine schmeißen und damit einfach jetzt loslegen dürfen. Und weißt du, das ist alles zu schade für Crowdfunding, das alles. Ihr müsst aber, bildet einen Pool. Seht zu, dass ihr 10, 15, 5, egal wie viele, Mitgesellschafter und Gesellschafter, die jeder Geld bei euch reinschmeißen, ihr das ganze Pool zu einer Stimme, weil sonst müsst ihr euch ja mit jedem Einzelnen bestimmt einen Poolführer, der das alles managt, und dann holt euch Kohle rein, weil ihr bleibt aber auf diesem Niveau, wie ihr seid, von euch selber, dass ihr jetzt noch nicht größenwahnsinnig werdet. Seht zu, dass ihr das Zeug nach Deutschland bringt. Seht zu, dass ihr da noch mehr Aufmerksamkeit drauf kriegt. Für mich riecht das völlig hier nach einer Snock-Story. Denn Johannes, du wirst mich jetzt lynchen dafür. Aber am Ende ist es einfach eine schwarze Unterwäsche, die später kam. Und vorher war es eine Sneakersocke, die okay war, einen guten Kniff hatte. Das habt ihr auch. Der war revolutionär, habt ihr hier auch. Aber ansonsten war es einfach das krasseste Community-Brand. So, und macht das ganze Zeug auch. Was kostet diese Packung hier? 19,90. In der Schweiz. In der Schweiz. In Deutschland? 17,90 in Deutschland. 17,90. Und ich komme 60 Waschladungen damit. Richtig. Rita hat uns bestätigt, wir haben sie gefragt, das ist günstig. Ja. Sie sagt, das zahlen wir heute auch. Und sie ist knallhart hier im Rechnen, weil sie schützt auch immer meine Kohle. Und gleichzeitig muss Rita aber dieses Zeug nicht mehr schleppen. Sie war unglaublich dankbar, ne? Und ihr habt Rita versprochen, sie kriegt eins von euch, ne? Absolut. Ja, sie ist schon am Waschen, habe ich gesehen, glaube ich. Ja. Ah, ja, ja, siehst du, so geht das hier. Okay, 17,90. Warum seid ihr, ihr seid schon im Supermarkt, ihr seid bei Coop in der Schweiz. Also bei Coop in der Schweiz, ja. Aber warum seid ihr nicht im Edeka? Warum seid ihr nicht bei Alnatura? Noch nicht, ja, sind wir dran. Liebes Alnatura, ich gebe euch heute ein Versprechen. Ich rufe heute noch Alnatura an. Ich rufe die Geschäftsführung an und sage, wenn ihr das nicht listet, werde ich nie wieder bei euch kaufen. Und da ich immer nur Alnatura-Produkte kaufe, werden sie die 5 Produkte tatsächlich vermissen. Und sie müssen das einfach, liebe Alnatura, ihr müsst das listen, weil ansonsten, auch Julian, kaufst du dann ansonsten noch bei Alnatura? Siehst du, auch unser Geschäftsführer der Founders League wird nie wieder bei Alnatura kaufen, wenn ihr nicht jetzt Blue sofort listet. Und das werden wir machen und ich werde die wirklich anrufen. Das ist keine Geschichte. Wir werden das tun, denn ich finde, das muss da rein und ich finde, das passt dazu. Ich finde, ihr müsst einfach Gas geben, ihr müsst PR-mäßig Gas geben, weil bei so einer Frage ist, es darf kein anderer euch wegschnappen, der dann auch, und ob es ein anderer Streifen oder nicht, ist euer Zeug riecht gut, es sieht gut aus, weißt du, und am Ende des Tages haben wir ja schon, jetzt erinnern wir uns am Anfang des Podcasts zurück, der Professor hat gesagt, es kommt nur auf die Marke und das Marketing an. Ich hatte gestern mit Tina Müller Mittagessen, alle kennen sie, Douglas-Chefin. Ich werde gleich Tina das auch per WhatsApp schicken und sagen, Tina, wir haben gestern noch überlegt, was können du und ich nochmal zusammen machen, geiles, und wie können wir zusammen rocken. Und Tina ist ein Marketing-Genie. Ich bin der Vertriebstyp, sie ist Marketing-Genie. So, und ich finde, auch das passt perfekt. Eigentlich müsste selbst das im Douglas liegen. Weißt du? Klingt um die Ecke gedacht. Warum müsste das eigentlich, aber ich würde sehen, so ein Produkt würde ich gerne bei Douglas sehen. Ich werde ihr das auch gleich schreiben. Wir machen ihr zusammen ein Kurzvideo. Fredo, machst du ein Kurzvideo für uns, für Tina?
Gleich, ja. Nee, jetzt machen wir danach. Also Fredo, ihr habt gesehen, Fredo macht ein Kurzvideo für Tina Müller. Perfekt. Und dann schicken wir es und sagen auch, Tina, du musst uns helfen, das hier. Und du musst uns vor allen Dingen Tipps und Tricks geben, wie man das krass vermarkten kann, weil das kann sie wirklich in Bravour und Firmenwert, da müsst ihr natürlich, so mutig krass ihr entschieden habt, wir machen das, zwei Schlafunternehmen, genauso mutig müsst ihr beim Firmenwert rangehen. Ja. Nicht größenwahnsinnig, nicht utopisch, weil das bringt es auch nicht, aber ne, das ist hier schon wirklich cool und da müsst ihr wirklich sagen, das machen wir. Und da helfe ich euch auch mit und das ist ja auch Idee der Founders League, da werden wir Johannes Kliesch auch nochmal fragen mit seiner Expertise, also wie er das einschätzt, wir werden Tina Müller fragen, Alnatura zwingen wir euch zu listen, sonst kaufen wir da nicht mehr, das haben wir ja auch schon beschlossen und solche Sachen machen wir alles. Ist das cool? Mega. Rocken wir das gute zusammen? Plan. Unbedingt. Machen wir. Ja. Sehr geil. Und jetzt ein Aufruf an alle, schmeißt euer Waschmittel weg. Spendet es, weil wegschmeißen ist auch keine Alternative, spendet es für alle Unwissenden und an alle Unwissenden und wascht nur noch mit Blue. In diesem Sinne, ihr habt mich inspiriert, ihr habt mich motiviert, gemeinsam nach vorne zu gehen. In diesem Sinne, danke, dass ihr da wart. Vielen Dank. Vielen Dank.